Und dann kommen wir zu dem noch größeren Problem, also den tatsächlichen demokratischen Risiken. Wenn man sich schon mal anguckt, die High-Level Working Group, die das Mandat der EU vorbereitet hat für die TTIP-Verhandlungen, wie die besetzt war. Erstmal war es geheim alles, dann waren überhaupt keine Arbeitsvertreter in dieser Arbeitsgruppe drin, es waren keine Umweltmenschen oder sowas drin, es waren nur Handelsleute. Das sind Lobbyisten. Ja. Das sind nur Lobbyisten. Und dann guckt man sich an hier. Erste Verhandlungsrunde waren dreimal Staatsvertreter dabei, zwei Privatmenschen und 43 Industriemenschen. In der zweiten Runde waren es 52 Industrievertreter und ein anderer Mensch. Und interessant ist dann auch irgendwie, was in den ersten Papieren, die geleakt wurden, also nicht veröffentlicht wurden von der EU, da stand das dann drin in zwei verschiedenen, das waren 5, 6 Papiere, die da ungewollt öffentlich geworden sind. Da stand dann drin, TTIP is based on ideas put forward by industry and regulators, also nichts Demokratie oder so. Zielsetzung ist to eliminate, reduce or prevent unnecessary behind the border obstacles to trade and investment. Erstaunlicherweise, in die Papiere, die die Kommission dann später veröffentlicht hat, ich habe sie durchgelesen, wirklich war exakt gleich. Genau, nur diese zwei Sätze waren nicht mehr drin. Dann haben wir das Problem, dass die Kommission, die im Geheimen verhandelt, ja die Deutungshoheit hat. Das heißt, sie sagt, es geht um das und das und das müssen wir so und so sehen. Das Parlament kriegt dann nur die Deutungen der Kommission und entscheidet after the fact. Die kriegen dann was auf den Tisch und können dann nur noch Ja oder Nein sagen. Mehr ist das nicht. Und zum Schluss ist bedenklich, dass auf der EU-Seite, da sitzt da kein Staat am Tisch. Das ist die Kommission. Ein Haufen Technokraten, die nicht demokratisch gewählt sind. Also in den USA sitzt da wenigstens noch ein Staat am Tisch. Also für wen verhandelt die Kommission denn? Für die Lobbygruppen wahrscheinlich. Ja, dann haben wir einen Haufen regulative Risiken. Also Mutual Recognition, das heißt wechselseitige Anerkennung, hatte ich eben auch schon mal erwähnt, dass man die Standards des jeweils anderen Landes anerkennt. Oder Ursprungsprinzip ist das Gleiche, also das fördert halt irgendwie so eine negative Integration in so ein Regime-Topping. Man sucht sich das Land aus, wo es halt billiger ist. Wo die Standards niedriger sind. Dann sollen Standstill-Klauseln und sogenannte Ratchet-Effekte eingebaut werden. Also Standstill-Klauseln heißt, dass praktisch über das oder hinter das Liberalisierungsniveau, das zum Abschluss der Verhandlungen erreicht wurde, kann man nicht mehr zurück. Also man kann dann nicht mehr re-regulieren. Und Ratchet heißt, das gilt dann für die Zukunft auch. Wenn man in der Zukunft danach eine Deregulierung oder Liberalisierung oder Privatisierung vornimmt, kann man nicht mehr zurück. Ja, die Präferenzen der Kommission, Vorsorgeprinzip, habe ich schon erwähnt. Die Frage ist Umwelt- und Gesundheitsschutz. Wird das jetzt tatsächlich zu einer Verhandlungsmasse? Kommerzialisierung, Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, das ist ja ein ausgewiesenes Ziel, also von der Kommission auch. Und dass das Investitionsschutz
Abkommen dann tatsächlich, wenn das so weitergeht, irgendwann mal prohibitiv hohe Kosten verursacht, wenn es darum geht, irgendwas zu regulieren, also im Umweltschutzbereich oder sowas. Ja, stellt sich die Frage, gibt es noch so ein staatliches Recht zu regulieren? Hat der Staat noch das Recht zu regulieren? Ja, die sagen alle, ja, ja, klar, das steht ja auch im Vertrag so drin. Natürlich, natürlich auf dem Papier hat der Staat das Recht zu regulieren. Also wenn jetzt Deutschland ein Gesetz macht, das nicht konform ist mit dem TTIP-Abkommen, darf es das machen. Aber völkerrechtlich ist es ein Verstoß und hat dann Konsequenzen. Also klagen oder muss nachverhandelt werden oder sonst irgendwas. Natürlich greift TTIP nicht unmittelbar in die Rechtsgebung ein. Aber was haben wir denn? Müssen wir doch machen. Also bei einer neuen Regulierung, also die darf ein Unternehmen nicht mehr belasten, als unbedingt erforderlich ist. Wie wollen wir das denn messen? Was denn irgendwie mehr erforderlich oder wer entscheidet das? Neue Regulierungen dürfen den Handel nur so wenig wie möglich beeinträchtigen. Die gleiche Frage. Dann die effizienteste Zweckerfüllung. Das heißt, wenn wir mit einer politischen Maßnahme irgendeinen Zweck erfüllen wollen, dann muss der Staat oder die Kommune oder das Bundesland beweisen, dass diese Regelung oder Gesetzgebung, die sie vorhaben, wirklich nach den anderen Kriterien die effizienteste ist und auch zielführend ist. Wie will man das beweisen? Ja, Beschränkungen darf man nur machen, also Einfuhrbeschränkungen von irgendwelchen Produkten, wenn man Potential Reasons, also ja, überzeugend vernünftig das begründen kann, warum man das jetzt beschränkt. Dann in den Verträgen, jetzt im Abkommen mit CETA, gibt es auch so ein Kapitel über regulative Kooperation, da wird aber halt nur geredet, also das läuft nach dem Abschluss oder in Krafttreten des Abkommens läuft das weiter, dass die sich regelmäßig treffen und über irgendwelche Regulierungen permanent oder neue Gesetzesvorhaben reden. Bei TTIP soll es noch weitergehen, da sollen die tatsächlich Kompetenzen bekommen. Dann auch. Und was heißt das? Das heißt, dass bevor ein neues Gesetzesvorhaben überhaupt in ein Parlament kommt, an die Öffentlichkeit kommt, wird es hier abgekaspert. Und wer macht hier Lobbyarbeit? Das sind die Konzerne. Die erfahren das längst bevor wir das wissen und machen Lobbyarbeit und mobilisieren dann all ihre Ressourcen. Das heißt, da werden Gesetze verhindert, bevor wir überhaupt was davon gehört haben. Das passiert doch heute auch schon. Teilweise. Aber man muss das nicht nach Stimmung machen. Ja. Öffentliche Beschaffung. Hatte ich schon mal kurz angesprochen. Auch so ein Problem, also für die EU hat es eine hohe Priorität, weil es eben, wie gesagt, die US-Markt geschlossen ist, also das wird ein Knackpunkt werden, aber es droht auch möglicherweise durch die Reduzierung von Schwellenwerten für Ausschreibungen, also das ab niedrigeren Beträgen muss international ausgeschrieben werden, das halt Hinz und Kunz irgendwie dann eingeladen wird. Welche Konsequenzen hat das für Beschäftigungsverhältnisse, also Sachen wie Mindestlohn oder Tarifbindung?
Das wird alles eintragbar, wenn man das kombiniert mit dem Investitionsschutz. Leistungsqualität, gut, weiß man auch nicht. Einflussmöglichkeiten auf die Produktion werden auch geringer. Umwelt- und Sozialstandards lassen sich schwieriger durchsetzen. Zumal jetzt bei öffentlichen Ausschreibungen, also das, was international anerkannte Standards sind, das ist sehr weich formuliert und man kann das nicht einklagen. Also wenn die öffentliche Hand jetzt irgendwas einkauft, Computer, dann kann sie nicht ausschließen, dass das irgendwie Kinderarbeit war. Das kann man nicht ausschließen. Und man kann das in der Ausschreibung auch nicht klar definieren. Weil das EU-Recht sagt, man kann zwar solche Kriterien reinschreiben in die Ausschreibung, aber man muss das produktbezogen nachweisen. Die ganze Wertschöpfungskette runter. Ich kann nicht sagen, irgendwie Foxconn in China, da haben sich letztes Jahr irgendwie 5 Leute das Leben genommen wegen der Arbeitsbedingungen. Deswegen kaufe ich von denen nichts. Darf man nicht sagen, ich muss genau nachweisen, dass der Computer, den sie mir geliefert haben, unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wurde. Das kann kein Mensch nachweisen. Ja, Dienstleistung. Also unter TISA sollen bis zu 90% aller Dienstleistungen liberalisiert werden. Zwangsläufig muss es, das ist die Grundvoraussetzung von bilateralen Abkommen, die Liberalisierung muss über das, was multilateral, also im GATS, schon verhandelt wurde, hinausgehen. Stillstandsklausel, ja, dass man nicht wieder zurück kann. Und Problem ist halt, ja, der Negativlistenansatz, dass die Ausnahmen, die nicht dereguliert werden sollen, die müssen ganz exakt und präzise formuliert werden, also rechtlich präzise. Und die EU hat damit noch keine Erfahrung, die macht das erste Mal mit so einem Negativlistenansatz. Ja, bisher sind Wasserversorgung, öffentliche Gesundheits- und Bildungswesen nicht und so noch ausgenommen, aber die EU-Kommission hat das selber schon innerhalb der EU Vorstöße unternommen, das zu deregulieren. Also ich vertraue da nicht so richtig. Bei CETA sind auch noch irgendwie kommunale Dienstleistungen tatsächlich mit drin. Und das Problem ist, wenn CETA durchgeht, dann wird man bei TIP nicht drunter gehen, wenn TTIP. Ja, und dass man tatsächlich dann solche Lock-in-Effekte und Sperrklinken-Effekte hat, dass man liberalisiert so und so weiter, dann kann man nicht mehr zurück. Ja, aber ganz hinaus, hatte ich schon gesagt, da kommt noch das Problem dazu, dass also die Position der Kommission, weil irgendwie die Dienstleistungsrichtlinie der EU ist ja auch noch nicht vollständig umgesetzt und die Kommission würde da gern weiter liberalisieren. Und wir haben dann jetzt so ein unklaren Zustand, gerade wenn man diesen Negativlistenansatz nimmt, den ich schon erwähnt hatte, dass wir jetzt 3 verschiedene begriffliche Definitionen haben, was jetzt öffentliche Grundversorgung ist. Wir haben eine Definition im GATS, oder es sind ja eigentlich sogar 4. Wir haben eine Definition auf EU-Ebene. In Deutschland wieder eine andere Definition und dann durch TTIP oder so nochmal eine andere Definition. Also wir haben für Wasserversorgung oder so, oder was öffentliche Grundleistungen, Public Utilities sind mehrere Definitionen und da ist enorme rechtliche Unklarheit. Das wird da auch viel konkurrierender Rechte ist da hervorragend. Näher, weil man kann es sich dann aussuchen, man kann dann drüber streiten über die Definition und ruckzuck ist das Wasserwerk privatisiert. Ja, Definitionen können wir auch ändern. Also wenn die Kommission jetzt sagt,
ja, wir nehmen die und die öffentliche Daseinsvorsorge, wird nicht privatisiert. Na, dann müssen Sie morgen nur sagen, irgendwie, ja, das gehört jetzt nicht mehr. Gilt jetzt nicht mehr als öffentliche Daseinsvorsorge. Und dann ist es weg. Ja, Arbeits- und beschäftigungspolitische Risiken, geringe Lohnzuwächse, habe ich ja eben schon erwähnt. Verdrängungseffekte, Landwirtschaft vor allem, also da, wo Nachteile bestehen. Ja, kann man etwas springen. Zum Schluss noch, eben tatsächlich, das ist, man kann davon ausgehen, dass es eine massive Begünstigung großer und international agierender Unternehmen ist. Also für kleine und mittelständische Unternehmen wird sich der Druck auf Tarifstandards erhöhen, also treu zu bleiben und Tarifbindung. Der Investitionsschutz hat eine extrem asymmetrische Wirkung, weil für kleine und mittelständische Unternehmen ist der nicht zugänglich. Die haben nicht die Ressourcen dazu. Dann, wenn es darum geht, Harmonisierung von Standards, das ist doch viel besser für Unternehmen, die in großen Serien produzieren, wenn sie den gleichen Standard haben. Nicht für kleine und mittelständische Unternehmen, die spezielle Qualitätsprodukte und dann noch mit After-Sales-Service und so auf der ganzen Welt die anbieten. Also die Harmonisierung ist jetzt nicht unbedingt zum Vorteil auch der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Schutzmechanismen sind schwach, also soziale Standards sind keine Verhandlungspriorität und da wird es auch keine Einklagbarkeit geben. Arbeitsschutzstandards oder Mitbestimmungsrechte ja, können dann tatsächlich als Investitionshemmnis oder Nachteil betrachtet werden. Wir haben negative Effekte auf Drittländer, weil es zu einer massiven Handelsumlenkung kommt weltweit. Und dass dann in bestimmten Bereichen Umweltschutz oder Arbeitsschutz tatsächlich in so einem Abkommen schwache, weiche Standards halt festgelegt werden. Wir sind da nicht mehr Gewerkschaften oder Gesetzgebung oder so, nee, dann sind es halt irgendwelche Zertifizierungsverfahren, die von zweifelhaften Experten, die einmal im Jahr angekündigt dann meistens vorbeikommen und irgendwie deine Fabrik, nee, die latschen durch und gehen dann Kaffee trinken. Und auch bei den Corporate Social Responsibility sagen, ja, da stehen schöne Sachen drin, aber da hängt dann irgendwie das Zertifikat in Englisch in der Fabrik in China und von den Arbeitern kann das keiner lesen. Das ist alles sehr zweifelhaft. Aber dass viele Standards, da wird da nicht Zivilgesellschaft einbezogen, es ist auch nicht einklagbar und so, es wird dann so, naja, wir machen halt mal. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar geht es darum, diese Kommission, die das ja behandelt. Das Problem hat Ihnen das Mandat gekriegt. Wer? Die Kommission, die das ja jetzt verhandelt. Vom Parlament? Ja, ja, Moment, vom Parlament. Aber da sind Sie, haben ja gerade gesagt, dass das vom Staat dann bei den letzteren Verhandlungen noch einer noch dabei war oder gar keiner. Das heißt doch, dass die doch ihr Mandat gar nicht richtig ausgeübt haben. Der ist ja freiwillig abgegeben. Nicht? Die Staatsvertreter haben es ja freiwillig abgegeben. Ja. Die haben sich ja wirklich hergegangen und haben gesagt, wir sind der Meinung, dass die Kompetenz entweder in Fachgremien, also in Sachbearbeitern, also auf Regierungsebene oder auf Kommissionsebene oder alternativ in Unternehmen, Stichwort Lobbyisten, höher ist und deswegen treten wir nicht auf, sondern wir lassen das andere machen.
Das war ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, der Minister Schmidt, also der Landwirtschaftsminister, der war ja so einer, der jemanden aus seinem Gremium mit dabei hatte und wo dann sein Gremium gesagt hat, also sein Ministerium, nee, wir ziehen uns raus, wir lassen das mal die Wirtschaft machen. Genau, also erstmal vielen Dank an Dr. Stefan Beck für den Vortrag. Der Vortrag hat sehr viele Informationen erhalten und sehr viele Abkürzungen, aber das hat man als Wissenschaftler so an sich, dass man präzise Begriffe benutzt. Davon ist hoffentlich keiner abgeschreckt worden. Und man kann auch feststellen, je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, es gibt immer noch was, was man quasi nicht wusste. Das ging ihm hoffentlich genauso. Und um jetzt weiterzugehen, wäre ein Vorschlag, dass alle weiteren Diskussionen Anschluss an den nächsten Referenten stattfinden. Und wenn Sie sich zwischenzeitlich ein Wasser nehmen wollen, wie gesagt, nochmal, das steht da hinten auf dem Tisch, können Sie sich gerne bedienen.